Nicht weit der Edertalsperre, nahe der Stadt Waldeck, im nordhessischen Landkreis Waldeck-Frankenberg, befindet sich ein Relikt aus vergangenen Zeiten, der Hutewald Hallow. Der Hutewald Hallow gehört zur Gemeinde Albertshausen. Diese wiederum ist ein Ortsteil von Bad Wildungen. Unseren Red Bulli können wir direkt am Waldrand parken, mit traumhaftem Blick auf die umgebende Landschaft. Ein Hutewald, auch Hudewald oder Hutung, früher einfach Hut genannt, ist ein vormaliger Urwald, der auch oder ausschließlich als Weide zur Viehhaltung genutzt wird. Bei dieser, auch Waldweide bezeichneten Form der Nutzung, wird das Vieh in den Wald getrieben, um dort sein Futter zu suchen. Besonders nahrhaft sind dabei Eicheln und Bucheckern sowie Blätter und Zweige junger Bäume. Hier kann man uralte Bäume finden, die nach dem früheren Verbiss durch die Tiere mehr oder weniger sich selbst überlassen wurden. Fällt einer der alten Bäume oder wie hier einer der ausladenden Äste, so bleibt er liegen, wie er fiel. Beeindruckend auch diese tanzenden Bäume oder die beiden Jungfrauen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Über die ausladenden Wurzeln suchen die Bäume hier ihren Halt und natürlich auch ihre Nahrung. Diese Bäume scheinen sich gesucht und gefunden zu haben. Ein Baum mit Untermietern. Auch
Diese Waldgestalten können die Fantasie anregen. Völlig ausgehöhlt ist hier doch noch viel Leben im Baum. Am Rande des Waldes befindet sich diese alte Holzhütte. Obwohl schon lange ungenutzt, hat man den Eindruck, dass der Besitzer jeden Moment zurückkommt. Zwischen den alten, urigen Bäumen wurden in den letzten Jahren wieder jüngere Buchen und Eichen gepflanzt. Würde man dies nicht tun, wäre der Hutewald Hallo irgendwann verschwunden. Der Hutewald ist unter besonderen Schutz gestellt und vom Landkreis Waldeck-Frankenberg als Flächennaturdenkmal ausgewiesen, was man bei diesen Bildern wohl verstehen kann.